Hier war sie noch drin, da war sie schon wieder draußen. Wahnsinn, was ist denn los? Tja, so schnell geht's für eine Ex-Dschungelcamp-Insassin, wenn sie nicht eingeladen ist. Nur ein paar Minuten verweilt Patricia Blanco auf der Berlinale Opening Night bis, lassen wir sie doch selbst den Abend Revue passieren. Ich krieg also so ein Band und so, ja, alles klar. Und auf einmal so drei Leute, die mir folgen, so drei Schränke, so, sie sind ja gar nicht eingeladen, sie müssen sofort wieder raus. Ich so, was? Ja, ich will da gar nicht rein, ich wusste gar nicht, ich weiß gar nicht, was das überhaupt ist. Ich wollte ihn dann nur holen. Also dann gibt mir jemand so ein Band und dann sind so drei so Bodyguards so, sie sind gar nicht eingeladen. Ich so, ich weiß überhaupt nicht, um was geht's da? Was war das überhaupt? Wie gesagt, Patricia, das war die Berlinale Opening Night oder auf Deutsch die Eröffnungsnacht der Berlinale. Jetzt alles klar? Ich weiß gar nicht, was das für eine Gala ist. Eine Gala der Zeitschrift Gala. Ach, die Gala der Gala. Ja, wenn die Gala irgendwas über mich je geschrieben hat, dann würde ich sagen, scheiße, aber ich weiß es gar nicht. Mir ist es scheißegal. Ich wollte ihn dann nur rausholen und ich wollte nur Champagner trinken, aber ich wollte da nie rein. Ich schwöre, ich wollte nie da rein. Ah ja, und wer ist er? Er ist ein Wahnsinniger, der will auf alle Partys immer gehen. Ich bin so da rein, aber Patricia. Also mich erkennt sonst nie einer. Das war halt wieder, ich kenne das schon. Wenn mich zu viele Leute erkennen, da ist immer was Negatives. Jetzt weiß ich's. Ja, man hat's nicht leicht als Undercover-Promi mit Schal vorm Gesicht. Da lässt einen niemand in Ruhe. Ich bin überhaupt nicht ein Freund davon, mich anzubiedern oder so. Und er ist halt cool, weil er wollte rein und sagt, cool, da gehen wir rein. Und er ist ja auch reingekommen irgendwie. Und ich bin nachgekommen mit so einem Tuch. Patricia. Ich so, nein, das bin ich gar nicht. Und dann wollte ich, und gerade wo ich ein Glas Champagner trinken wollte, sie müssen ja sofort gehen. Aber ich wollte hier nie rein, ich schwör's. Ja doch, wir glauben's ja. Nach dem Dschungel ist man halt durstig. Ich wollte eigentlich nur ein Glas Champagner, aber nicht, weil ich schmarotzen wollte, sondern einfach, weil ich ihn da rausholen wollte. Und im Rausholen, rausgewählt werden, ist Frau Blanco seit dem Dschungel ja geübt. Ich wollte nur Champagner trinken, aber ich wollte da nie rein. Ich schwöre, ich wollte nie da rein.